Total recht herzlich willkommen hier bei Star Wars Look Up vom Hocker. Wir reden über Star Wars und was ist los mit Star Wars. Jeder mag Star Wars auf seine Art, deswegen seid ihr natürlich total recht herzlich willkommen bei 100% begeisterte Star Wars Fans von A bis Z. So, seit der Übernahme von Lucasfilm durch den Mickey Mouse Konzern Disney ist eine beachtliche Menge an neuen Star Wars Material, darunter Comics, Romane, TV-Serien, Spiele und Filme, dazu gekommen. Heute ist halt 3DPO nicht da, euer Han Solo hier macht die Sendung alleine, hat auch seinen sogenannten Teleprompter hier, ich lese heute mal ab, weil doch eine Menge geschehen ist, weil viele nicht wissen, Kanon, Legends und so weiter. Da habe ich mir gedacht, komm, ich springe mal irgendwie in die Bresche und versuche zu erklären. Was Star Wars Gelegenheitsfans sind so Typen wie ich auch, der mal eben kurz ins Fernsehen geht und guckt, was ist denn da, oder ins Kino geht und guckt da, oder irgendwie ins Theater, Museum oder was weiß ich, überall wo Star Wars draufsteht, Museum zum Beispiel in München-Gladbach, Galaxy, Universe, die früher Star Wars hießen, zum Beispiel, also da wo Star Wars draufsteht, gehe ich mal rein, ob da Eichmann ist oder so weiter und schaue mir die Produkte an, also ein Gelegenheitsfan. Die wissen nicht alles, dass vieles der neuen Disney-Produkte und Veröffentlichungen und Produktionen zum offiziellen Teil des Kanons gehört, Star Wars Kanons. Der mehrstufige Kanon G, T, C, N und D von George Lucas wurde durch Disneys Star Wars Kanon und Star Wars Legends ersetzt. Disney's Legends und Disney Kanon ist ein Unterschied zu Lucas Kanon und Lucas Legends, erweitertes Universum. Alles, was nicht im Star Wars Kanon passte, also Disney passte, wurde von Disney in Star Wars Legend Expand Universe verbannt. Es wurde verbannt, es wurde dahin, hier, macht damit, was ihr wollt, expandierendes Universum, EU-Version, was weiß ich, erweitertes Ende, macht damit, was ihr wollt. Ne? Wollen wir nichts mit zu tun haben, dadurch kam der Krach. So. Mit der Aktualisierung Star Wars Kanon Timeline, ist wieder was Unterschiedliches, könntet ihr euch einen chronologischen Überblick verschaffen. Also das heißt, ihr aktualisiert diese Star Wars Kanon Timeline, ja, von dem, was Disney nicht haben will, das, was Disney jetzt als Legend und so weiter auf den Markt bringt, könnte er ja irgendwie vermischen. So, der Hinweis, der raus muss, ist, einige Szenarien der Romane und Comics umfassen mehrere Jahre des Star Wars Kanons. Das ist das Problem, die mischen das trotzdem und dann kommen die Leute durcheinander. In diesem Fall haben wir in der Zeitleine den Beginn der Geschichte angegeben, nicht wann sie endet. Sie beginnt irgendwann, aber wann sie endet, weiß kein Mensch. Außerdem haben manche dieser Geschichten kein klar definiertes Jahr, weshalb es möglicherweise kleine Abweichungen geben könnte. Für Hinweise im Kommentarfeld am Ende des Artikels hier der Sendung bin ich dankbar. So, das war hier mal ein bisschen aufgeschrieben, weil ich habe auch andere Sachen zu tun. Also diese Sendung hier, locker vom Hocker, meiner einer, euer Aria Solo, C4D3PO ist im Moment nicht da. Macht also nur Amazon Pro. Für die nächste Sendung, die im Juli kommt, kaufe ich natürlich jetzt schon was ein, weil ich bin ja nun mal derjenige, welche da die Schätze macht. Wie C3PO dann immer so schön sagt, ich bin der Boss. So, ich bin der Boss und dann habe ich das hier jetzt mal eingekauft, ne? Und zwar Force Link 2, damit wir damit hier auch rumhantieren können. Der Preis war stolz, also ein stolzer Preis. Wir haben ja also diese Figuren ja schon da von Force Link. Wir haben ja auch hier die Sachen besorgt, hier, die hier zu sehen sind, das Auto und auch Nest. Ja, dann schauen wir mal, was wir daraus zaubern können, ob das Spaß macht. Wir werden es euch vorstellen. 3DPO und ich werden da mit diesem Teil mal arbeiten. Ich werde das jetzt nicht mehrfach kaufen, nur einmal. Wie gesagt, so ein gutes Teil wisst ihr. Geht nach Amazon, dann wisst ihr, was ich jetzt dafür ausgegeben habe, um es euch hier in die Kamera zu halten. Ich hoffe, dass das Grün jetzt hier nicht irgendwie irgendwas verursacht hat. Ne? Erwecke die Galaxie zum Leben. Werden wir machen, werden wir tun.
Und dann bin ich so auch schon wieder hier locker vom Hocker. Star Wars, die Legende lebt. George Lucas mit seinen angeblichen, nein, nicht angeblich, sondern wahr, 14 Seiten, wo Anakin noch mit E.K. geschrieben wurde und so weiter. Und wo die Figuren noch vorgestellt. Und er hat ja auch schon gedreht. Er hat also Geld ausgegeben. Also er hat gedreht, hat Geld ausgegeben und hat es dann vorgestellt. Zwecks Übernahme, zwecks Verbreitung, Vermarktung. Und es hat verdammt lange gedauert, bis dann endlich Century Fox sagte, okay, machen. Und da war ein Volltreffer. Und die anderen haben dann in die Röhre geguckt. Kann sein, dass die heute so deswegen könnte sein. Ja, dass deswegen heute da so ein, plötzlich was passiert. Aber in Wirklichkeit ist das nur mal ein junger Mann gewesen in Amerika, der da gegen Disney gewettert hat. Sind über 40.000 mittlerweile sogenannte Disney-Hasser. Und die das dann, wie gesagt, verursacht haben, dass da eine richtige Hasswelle abgegangen ist. Ihr müsst immer darauf achten, wir sind Milliarden Menschen auf diesem runden Planeten. Lasst euch da nichts vorgaukeln. Und auf diesem runden Planeten sind ganz viele Milliarden an Menschen. Und man weiß gar nicht, wie viele Star Wars Fans auch weltweit gibt. Ja, aber prozentual. So, und wenn dann 40.000 oder ein einziger, das ist, mag eine Promille sein, von dem Ganzen und die Medien, die gekauften Medien, das dann aufpushen. Einige von euch haben ja schon drunter geschrieben, wir geben viel zu viel Zeit aus für die Hasser. Aber ist halt so, weil man mit diesen Hassern irgendwie besser arbeiten kann, weil man mit diesen Hassern besser umgehen kann, mit diesen Hassern kann man auch besser eine Sendung füllen, vielleicht. Deswegen machen das so viel. Also noch einmal, denkt bitte dran, ARD, ZDF hat weit über 50 Kanäle, die sponsern da alle, dann sitzt da so ein 28-Jähriger und legt da los. Es gibt sogar einige, die wollen von euch Geld haben. Oh, sponsert uns. Crowdfunding, geht mal bitte auf unsere Seite, achte bitte drauf, auch das sind Firmen, passt bitte auf, meine einer ist zwar auch eine Firma, deswegen ist richtig, aber ich sitze hier vor und sage, ich möchte nichts, ich möchte keine Unterstützung, ihr braucht mich nicht unterstützen und so weiter, würde mich natürlich freuen, wenn ihr erscheint und wenn ihr Lust habt mitzumachen, das ist okay, wenn man passt, dann machen wir das, dann sitzen wir im Studio und denken uns was Schönes aus, und reden darüber, ihr bringt vielleicht was mit, ihr schmeißt irgendwas rein, ich gebe eine Steilvorlage, ihr fasst die auf, macht daraus etwas Schönes. So, Han Solo soll mir persönlich egal sein, ob der Geld eingespielt hat oder nicht. Er hat mir gefallen, ich warte darauf, dass ich den auf den Datenträger bekomme und den dann zu Hause in Ruhe sehen kann. Rein rechnerisch in den USA recherchiert 645 Millionen komplett eingeschaltet, also ihr müsst immer den globalen Ball sehen, aus allen Himmelsrichtungen kommen die Zahlen. Ist natürlich ein bisschen wenig, ein bisschen mager, ja, ist klar. Die haben 300 Millionen reingesteckt, haben 649 Millionen raus, also 349 Millionen drüber. Reicht auf eine Art aus. Man muss immer das Gesamte sehen. Disney lebt nicht von Star Wars. Disney lebt von Galaxy Edge, von Disney selbst, Disney Resort, Disney Paris. Dann die Marvels und dann die ganzen Sachen, ABC Studio, also das ist ja ein Riesending. So, ihr könnt, nur weil jetzt im Moment Star Wars gefloppt hat, tut uns dann natürlich weh, weil wir Fans sind. Und die Fans, ist klar, die heulen jetzt. Und dann noch die Hasser da, war ein bisschen riesengroß. Ne? Deswegen freue ich mich, wenn ich die Sendung erst wieder im Juli mache, vielleicht ist dann noch ein bisschen ruhiger, dann ist auch die WM gelaufen. Meiner einer interessiert sich dieses Jahr mal nicht für die WM. Will ich nicht, mag ich nicht, lass mal sein, hat auch politische Gründe, ich mag den ganzen Quatsch nicht. Für mich ist eine DFB 11 und die ist deutsch, Punkt. Und jetzt soll die plötzlich nur noch Mannschaft heißen und durcheinander und überwiegend türkisch, die da spielen. Nee, das ist für mich nicht deutsch, das ist keine Nationale, das ist nichts. Deswegen gucke ich nicht, keine WM, nichts, aber ich bleibe treu, Star Wars. Irgendwie passte das, dieser Übergang. Wie gesagt, es muss sein. Wir Deutschen sind eh ein bisschen anders unterwegs. Europa ist ein bisschen anders unterwegs. Ich war gerade noch wieder in den französischen Gruppen. Da geht das alles anders. Die machen sogar Quiz und alles. Hier in dieser Truppe 100% begeistert. Ist ein bisschen ruhig, geht ein bisschen gelassener zu. Das freut mich schon. Und auch diese sogenannte Wohnzimmersendung war geplant, passt aber nicht, weil es passen die Leute nicht. Die kommen auch von viel zu weit her. Die Zeit verrinnt dann auch und dann sind die auch heiß, wollen, so schnell geht das alles nicht, sondern muss alles in Ruhe bearbeitet
werden, es muss alles konzeptioniert werden, es muss auch alles bezahlt werden, dass man hier in dieser Sendung überhaupt was machen kann. So ein T-Shirt muss bestellt werden, muss bezahlt werden, Amazon freut sich, reibt sich die Hände. Meiner einer zieht es dann an, sitzt vor der Kamera, schwitzt dann wie so Weltmeister und so weiter und versucht euch ein bisschen Spaß auf den Weg zu bringen, um euch ja, ein Lächeln abzuringen und zu sagen, ich freue mich tierisch, wenn ihr zuschaut. So, ich muss mir natürlich vieles einfallen lassen, hier nicht so auf so einem Wackelhocker. Übrigens, locker vom Hocker, das hat mal vor sehr langer Zeit einer erfunden. In meiner Gegend des Jahres, so um die 50, 60, 70 war das. Ja, ich werde mal drunter schreiben, wer das war. Wer so weiß, schreibt es drunter. Dieses locker vom Hocker, das war eine total tolle Sendung. Und es fiel mir, also weil ich es ja nun mal kenne, locker vom Hocker, muss ich natürlich auch sagen, dass es sowas schon mal als Film bzw. als Sendung gab. So, ich freue mich. Ich lade euch ein zu locker Hocker und locker vom Star Wars. Lasst euch nicht verhassen. Liebt es weiterhin. Wie gesagt, denkt an den Kanon, Disney-Kanon, nicht den anderen Kanon, Legends, Disney, nicht Legends, das andere, kein GCND und was weiß ich nicht alles. George Lucas ist nun mal jetzt nicht mehr, hat viel durchgemacht und irgendwann hat er auch Faxen dicke gehabt und hat das einfach mal ganz verkauft und hat sich überlegt, gut, verkaufe ich an Disney, weil Disney damit besser umgehen kann. Wollen wir hoffen. So, ich wünsche euch was. Viel, viel Spaß. Und würde mich freuen, wenn ihr mitmacht.